Warum sollten Männer unter 30 keine Beziehung eingehen? Darum geht es in diesem Video. Ich dachte mir, ich mache zu dem Thema nochmal ein Video, weil ich so viele Fragen und auch Kommentare diesbezüglich gelesen habe, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, manche Männer wollen das einfach nicht verstehen. So, und deswegen dachte ich mir, hey, ich mache nochmal ein Video dazu, damit ich einfach mehr Bewusstsein dafür schaffe, mehr Männerleben verbessere und die darauf aufmerksam mache, dass die meisten nicht bereit für eine Beziehung sind und das auch nicht funktionieren kann, weil sie einfach gewisse Sachen noch nicht in ihr Leben integriert haben, noch nicht umgesetzt haben. Darum soll es in diesem Video gehen. Bevor ich zum Hauptthema komme, gibt es nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Mein Buch vom Beta zum Alpha ist jetzt aktuell im No Nut November. Die Aktion wird auch bald vorbei sein. Um 6 € gesenkt. Also, wenn dich das interessiert, schau einfach mal in die Beschreibung rein und sichere dir dein Exemplar, solange der Vorrat reicht. Jetzt komme ich zum Thema, warum sollten Männer in ihren 20ern, solange sie das 30. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, keine Beziehung eingehen? Warum bin ich der Meinung? Ganz einfach, man kann es eigentlich auf einen großen Punkt runterbrechen. Und zwar, weil du dir einfach noch keinen Wert als Mann aufgebaut hast. Ja? Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Gibt auch ein paar ganz wenige 1%er, die schon mit 25 alles erreicht haben und schon wissen, wer sie sind, ihre Mission zu 100% leben, ihren Körper, ihre Finanzen, ihr Netzwerk, alles schon maximiert aufgebaut haben. Die fallen dann natürlich da raus. Aber ich rede jetzt für die meisten Männer. Und normalerweise ist es so, dass du, wenn du 30 bist, beginnst, deinen Wert jetzt erst richtig wahrzunehmen. Wenn du deine 20er investiert hast, um deinen Wert aufzubauen. Das heißt, du wirst auch von Frauen mit anderen Augen wahrgenommen. Da reden wir jetzt vor allem vom sexuellen Marktwert auch wieder. Das ist halt der Punkt. Deswegen ist es auch einfach sinnvoll, wenn du deine 20er, das ist die potenziell wichtigste Zeit in deinem Leben, nutzt, um das Fundament für dein ganzes Leben zu schaffen und dir einen Wert aufzubauen. Was heißt denn jetzt, einen eigenen Wert aufzubauen? Das bedeutet, du brauchst eine Mission. Wenn du nicht verstehst, warum du hier auf der Welt bist, ja, das heißt, du weißt nicht, wo deine Talente, deine Stärken liegen, inwiefern du das Leben von anderen Menschen besser machen kannst, der Grund, warum du hier auf der Welt bist, wenn du den nicht rausgefunden hast, ja, sondern stattdessen einfach irgendwo nur für das Geld arbeiten gehst, dann kennst du deine Mission nicht und dann kann ich dir eins sagen, wenn du dann in eine Beziehung gehst, dann wird deine Mission die Frau werden. Und das wird beide unglücklich machen. Warum? Wenn du einen wirklich maskulinen Kern hast, dann gibt es nichts auf der Welt, was dich so zufriedenstellt und deinen Hunger nach Männlichkeit stillt, wie wenn du deiner Mission nachgehst. Wenn du allerdings deine Mission nicht kennst und die Frau zu deiner Mission machst, dann kannst du nicht mehr dieser Fels in der Brandung sein, der der Frau Sicherheit gibt, sondern dann wirst du dich von allen Emotionen und von allen emotionalen Hochs und Tiefs, die jede Frau hat, immer wieder mitreißen lassen, beeinflussen lassen und selber zur emotionalen Frau werden. Und das funktioniert auf lange Sicht nicht. Warum? Weil du den Respekt vor dir selber verlierst, weil die Frau den Respekt vor dir verliert, weil ihre Hypergamie irgendwann greift. Kann man auch verstehen, ist einfach biologisch in ihr angelegt, dass sie natürlich den besten Beschützer und Versorger versucht an sich zu binden, den sie so an sich binden kann, weil sie natürlich auch schwanger werden kann, Kinder gebären kann und so weiter. Und das ist einfach der Punkt, wenn du deine Mission nicht auslebst, nicht kennst, dann kannst du auch deinen männlichen Frame in einer Beziehung nicht halten. Das wäre der erste Punkt. Es geht aber noch viel weiter, ja. Es geht nicht nur um die Mission, es geht natürlich auch um die ganzen anderen Dinge, die dich als Mann ausmachen, die deinen Wert aufbauen, wie zum Beispiel, hast du deine Finanzen optimiert? Hast du deinen Körper optimiert? Hast du deine Freundschaften und Netzwerke aufgebaut? Hast du dir Hobbys zugelegt? Weißt du, wer du wirklich bist? Weißt du, was deine Werte sind? Weißt du, was du wirklich willst? Das sind alles Dinge, deren du dir bewusst werden musst, bevor du in eine Beziehung gehst. Was da auch mit reinzählt ist, in Bezug auf was du wirklich willst, was du wirklich nicht willst. Ja, also auch das ist natürlich wichtig. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit 30 dann sagst, du hast die Arbeit an dir getan und du möchtest jetzt eine Frau an dich binden, in eine Beziehung gehen, vielleicht bist du auch irgendwo traditionell orientiert, religiös orientiert, das ist jedem das Seine, dann ist es natürlich auch sinnvoll, gewisse Red Pill Dynamiken einfach zu verstehen, um zu sehen, was sind denn jetzt wirklich grüne Flaggen, die eine hochwertige Frau ausmachen, die dafür sorgen, dass du eine langfristige Partnerschaft mit dieser Frau auch halten kannst und sie bindungsfähig ist, dass die Beziehung wirklich harmonisch ist und dass ihr euch gegenseitig ergänzt und euch das erfüllt. Da musst du dir bewusst werden, was sind denn überhaupt grüne Flaggen, die eine Frau für ein langfristiges Engagement auch wirklich qualifizieren. Das ist dann der nächste Punkt. Und auch da sind die meisten sich nicht bewusst, ja?
Das heißt, die meisten testen darauf auch gar nicht. Die gehen einfach in eine Beziehung, weil sie aus einem absoluten Mangel-Mindset entscheiden. Die denken dann, dass die keine bessere Frau als diese Person bekommen könnten, jemals in ihrem Leben. Die haben kein Überfluss-Mindset kreiert, was aus zwei verschiedenen Perspektiven entstehen kann. Es kann zum Beispiel dadurch entstehen, wenn du regelmäßig immer wieder neue Frauen ansprichst, dann bekommst du das Mindset, dass du jederzeit und überall unabhängig ganz alleine Frauen kennenlernen kannst, was dir auf jeden Fall in einer Beziehung ja einfach Unabhängigkeit gibt und dafür sorgt, dass du dich nicht so schnell betaisieren lässt und nicht so schnell abhängig wirst und eher deinen Werten auch treu bleiben kannst, weil du weißt, wenn jetzt irgendwas überhaupt gar nicht passt, du würdest auch jederzeit wieder neue Frauen kennenlernen können. Das wäre so die eine Option, die andere Option. Aber ich finde die, die ich dir jetzt nenne, die ist sogar noch wichtiger. Und zwar die Option, dass du deinen eigenen Wert so hoch aufgebaut hast, dass du wirklich alles, was ich vorhin genannt habe, integriert und optimiert hast, dass du einfach weißt, dass du einen hohen Wert hast und alleine deswegen, weil du so einen hohen sexuellen Marktwert hast, weißt du auch, dass dir mehr Optionen zur Verfügung stehen, auch wenn du jetzt nicht aktiv danach suchst. Das wären die zwei Wege, wie du ein Überfluss-Mindset bekommst und nur damit solltest du in eine Beziehung gehen. Wenn du natürlich in eine Beziehung gehst und keinen eigenen Wert aufgebaut hast, keine Erfahrung im Bereich Frauen hast und auch nicht das Mindset hast, dass du jederzeit neue Frauen kennenlernen könntest, dann ist das dein direkter Weg in die Betaisierung und dann wird es zu 100% auf kurz oder lang nicht funktionieren und beide Partner nur unglücklich machen. Ja, und deswegen, ganz ehrlich, die meisten sind nicht bereit dafür. Die meisten müssen erstmal durch Schmerz gehen und Trauma erleiden, bevor sie lernen und was ändern. Und ich bin der Meinung, dass es für dich einfach den größten Nutzen hat in deinen 20ern, wenn du den Fokus darauf setzt, deinen eigenen Wert aufzubauen. Natürlich gibt es jetzt auch Leute, die sagen, ja, sie wollen jetzt eine Rotation fahren, sie wollen eben zwei, drei Frauen mit beziehungsähnlichen Dynamiken daten. Kann ich auch verstehen. Dennoch, ich kann dir nur noch einmal wiederholen und sagen, das, was den größten Nutzen für dich als Mann in deinen 20ern hat, ist, wenn du den Hauptfokus darauf setzt, deinen eigenen Wert aufzubauen, herauszufinden, wer du wirklich bist, was du wirklich willst und dann dadurch auch im Außen automatisch das anziehst, was du verdient hast. Das, auf welchem Level du gerade bist. Das ist mein Appell. Übrigens, apropos Mission, ich habe auch gestern, wir haben ja jetzt aktuell Montag, sogar am Sonntag 12 Stunden durchgearbeitet und das war nicht nur Sonntag, ich habe jetzt jeden Tag wirklich alles, was ich an freien Minuten hatte am Tag, in ein Projekt investiert und das mache ich auch nicht für mich, das mache ich auch nicht irgendwie, um viel Geld zu verdienen, sondern für mich steht vor allem im Vordergrund das Potenzial, was ich sehe. Ich sehe einfach, dass ich in Zukunft Tausende von Leben verbessern und verändern werde mit diesem Programm, was ich bald auf den Markt bringen werde. Also seid gespannt. Ich werde das hier natürlich dann auch ankündigen, wenn es soweit ist. Es ist aktuell nach wie vor noch im Aufbau und es wird wirklich alles revolutionieren. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Ich werde jetzt aktuell meinen gesamten Hauptfokus dort reinsetzen und ja, es ist auch nicht mehr lange. Es ist bald fertig und ich bin sehr gespannt. Ich habe schon einige Leute, die in dem Programm auch mit am Start sind. Bevor ich das dann aber offiziell bewerbe, will ich noch die ein oder andere Vorkehrung treffen und noch den ein oder anderen Prozess optimieren. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, dass ihr das Ganze nicht verpasst, wenn ich das dann hier auch öffentlich ankündige. Das heißt, aktuell ist es nur für eine ausgelesene Gruppe von Männern, dass ich die in das Programm mit reinlasse. Und ja, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich denke, dass wir Ende des Jahres hier auf dem Kanal dann in den Launch gehen und ich das dann auch öffentlich mache und dann auch bereit sind, dass wirklich sehr, sehr viele Leute zusätzlich noch mit reinkommen können. Und ja, da seid auf jeden Fall gespannt. Da wird noch einiges auf euch zukommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Wenn ihr selber noch Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare mit rein. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.